So, halli, hallo, hallöle, zu einer neuen Folge in Assassin's Creed 3. Ja, letztes Mal gab es ja mehr oder minder schon eine nette, interessante Schlacht, nämlich die Bostoner Tea Party. Da mussten wir den ganzen Tee zerstören, was wir erfolgreich erledigt haben. Und dann bin ich jetzt von der Schnellreise von Boston nach zur Devonport-Siedlung gereist, weil hier geht's weiter. Und von daher mal schnell von der Bucht hochlaufen zum Haus. Und dann bin ich ja mal gespannt, was der gute Achilles möchte. Kurz mal hingeklickt. Ich wollte gerade sagen, bin ich schon wieder falsch gelaufen, aber da vorne ist das ja schon. Habe ich echt gesagt, so von der Optik her ist sie ganz weit weg. Aber nee, hier vorne. Da steht der gute Achilles. Und dann würde ich mal glatt sagen, ohne weitere Umschweife, starten wir das Ganze und los geht's. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Redun Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Überlegen. Irgendwie gab es hier doch mal diesen Modus, dass die sich tarnen konnten. Oh, was ist denn jetzt hier? Da wollen wir hin. Ja. Sprich, dass er die Kapuze aufsetzt. Das will er gerade bei mir gar nicht, aber ist jetzt ja auch nicht wild. Daran soll es nicht scheitern, Leute. Einmal drehen, genau. Ja, will ich, muss ich, darf ich, werde ich. Tja, warum das in den Bildsequenzen, Videosequenzen so ein bisschen am Ruckeln ist, Leute, ich weiß es leider nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. So, wir werden jetzt mal dahin reiten. Da mal hinbegeben. Jetzt mal hier den ganzen Weg wieder lang reiten. Das ist ja, glaube ich, erstmal hier rüber. Jetzt hier rum. Ich kann das einfach mal kurz anders machen. Hätte ich doch noch vorher biegen können, wa? Also sprich, oder? Ja, da ist die Brücke. Okay. Wenn ich da mal rüber. Ja, netter Grafikfehler hier.
echt interessant, dass die Kutschen bei mir hier neuerdings ohne alles waren. Also ohne, ne, Kutsche eigentlich. Ich habe so das Gefühl, so... als wenn die mich jetzt hier finden. Was ist denn jetzt hier los? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich jetzt wieder dahin? Das ist ja mal interessant. Da würde mich ja interessieren, wie ich da hinkomme. Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe auch eigentlich gesagt, so gesehen gar keinen Links, keinen Pfad gesehen, um da hinzukommen. Zack, da bin ich. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf die Jagd, ne? Verhandlung mit dem Feind. Nix da, hier wird nicht verhandelt. Sie nagen ja der Rad, die Ganus, den Johnson, sie und der Rockstar. Qua hegen sie, was ne Ganun hat, den Hageden. Da war der Hard, hat qua Gato. Den Versammlungssaal auf der Spitze der Klippe reichen. Okay, das haben wir schon mal nicht geschafft. Genau, komm mal hierher. Da krieg ich dich nämlich. Du bist doch blind, Freundchen. Du bist doch blind. Na komm. So, jetzt sitze ich mich vor ohne Bibel, ne? Wo ist er denn?
gar nichts hier. Schätzi, Blending. Wir sind nicht deine Brüder. Du willst Land, das ist wahr. Land, das nicht dir gehört oder sonst jemandem. Ich will euch doch nur beschützen. Es gibt Dinge, die euch betrügen und manipulieren wollen. Oder vielmehr noch. Sind wir das Land nicht gehalten? Wo kann ich mich hier verschenken? Da. Wie? Indem wir dir unser Land überschreiben? Dann sind wir alle eins ewig in deiner Schuld. Der William hat vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schießpulver und Eisen? Die Geister führen uns, wie sie es immer taten. Haben sie uns nicht hergeführt? Ja, auf dass wir den großen Betrüger schlagen. Das ist eine Fehler, wir sollen unterzeichnen! Nacheinander hier, voll am Schleichen, von wegen. Du da! Halt! So. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwix? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig. Doch ihr schlug den mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. So, schnell da hoch. Thema durch. Sauber, sehr schön. Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Nö, machen wir ja auch nicht. So, und jetzt gibt's auch Tunis. Ja, was ne Jagd der Agumstere am Dahyai und Meskana, sie sagen heute. Das wird ein Spaß.
Hier, fette Kombi. Richtig nice. Nicht geschafft. Hat er geblockt, der Junge da. Hat er echt geblockt. Sie mehr oder minder hier regenerieren. Ja, genau. Unglaublich. Alter, vier von denen? Hat so einer eine Mumm gehört. Nein. Das kannst du knicken. Da drüben, Männer! Das dauert nicht lang. Boah, Scheiße. Alter, warum kriegen die nicht hier tot hier? Zu langsam. Man will echt hier kämpfen. Weg, ey. Alter, das hat er gerade. Nochmal. Sehr gut. Geht doch. Yes, Baby. Geht doch. Das lasse ich mir nicht nehmen.
Ach, übrigens. Wir schenken mal hier aufs Pferdchen auf und dann haben wir hier ab. Moment, die nehme ich noch mit. So. Na hier, ne? Ich glaube, hier war das. Genau, hier lang. Habe ich geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Zwar am dritten Versuch, aber das wollte ich unbedingt haben, dass ich die alle platt mache. Ich hätte, glaube ich, auch nur flüchten können. Egal, Leute. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, die Schlacht hier, gerade das Kämpfen. Na, also Sequenz 6 sogar schon beendet. Wow, 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 wow. Da müssen wir doch nochmal bespannen. Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Na, wie ist das? Was ist das? Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so. So, das heißt, wir dürfen jetzt nach Boston, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, da mache ich mich auf den Weg hin. Da ist die Bude. Dann würde ich sagen... Gehe ich schon mal hier auf dem Weg hier hin. Ich glaube, hier ist besser. So, Leute. Ich hoffe mal, die Folge hat euch jetzt gefallen. Denn jetzt ist wirklich Ende im Gelände. Ihr wisst ja, wie es geht. Mit Kommentare, Like und Abo. Ne? Vergesst es nicht, die Glocke anzumachen. Ihr wisst ja auch, warum. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.